Stranger, where you been? Long time no see. I'm in the game. Play to win. Another round of me. Yeah. Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ja, und zwar heute kümmern wir uns so ein bisschen um das Event, was momentan läuft, das Spring Festival. Was bekommen wir hier? Wir bekommen hier bei erreichter Punktzahl immer so eine Truhe, beziehungsweise Rainbow Dust. Es wird benötigt, um Kleidung zu fertigen. Also wir sehen hier gestaffelt die Belohnung, die wir bekommen können. Das Event geht etwa einen Monat lang, 21 Tage sind jetzt noch übrig. Wir gehen heute mal die ganzen Quests durch und schauen uns an, wo wir überhaupt die Festivalpunkte herbekommen. Weil dieses Festival können wir uns nämlich auch alle Items selbst kaufen. Teilweise sind halt Items dabei, die relativ teuer sind, zum Beispiel die Flügel, die habe ich. Habe ich aber aus einer Kiste bekommen, habe ich mir natürlich nicht selbst erfarmt. Was ganz interessant ist, ist hier das Pet. Level 1, aber kostet 140.000 Festivalpunkte. Ich glaube, das ist schon fast utopisch, das wird kaum jemand zusammenfarmen können. Ja, okay, legen wir einfach mal los. Also Dailies natürlich, die Quests, die wir täglich annehmen können hier in Koramir. Wobei ich sagen muss, bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Die schauen wir uns an, ja, geben 20 Festivalpunkte. Und das sind insgesamt 7 Quests. Und wenn man sich überlegt, davor waren es nur 3 Quests im Winterfestival, die dann aber dafür jeweils 50 Punkte gemacht haben. Und ich meine, ich mache lieber 3x 50 Punkte in 5 Minuten, als dann hier eine halbe Stunde 7 Quests zu machen und dafür dann auch noch weniger Punkte zu bekommen. Hier ist noch eine Quest und dann dürfte es noch eine da hinten geben. Ja, ich kann euch empfehlen, wenn ihr in der Stadt seid, dann macht hier die Crowd Control an. Ja, will gerade nicht. So, jetzt. So, bei den Anzeigeeinstellungen geht ihr einfach auf hoch. Dann werden euch die Händler viel früher angezeigt. Ich habe am Anfang auch immer ewig gesucht. Ich war mir sicher, dass der da steht, dann stand er doch nicht da. So, letzte Quest angenommen und dann geht's gleich los. So, zur Orientierung können wir natürlich hier immer die Map nutzen, aber ist jetzt schon ein paar Tage lang her, beziehungsweise ist jetzt ein paar Tage lang das Event. Mittlerweile weiß ich da auch, wo meine Pappenheimer stehen, wo ich da hin muss. Ja, und ich mache einfach eine Aufnahme, weil es mich selbst einfach interessiert, wie lange ich insgesamt brauche für die ganze Quest. Gedönsreihe. So. Weil 5 Quests können wir hier direkt in Koramir abstellen. Seht ihr, das meine ich. Der Typ steht hier, aber wird mir halt echt voll spät erst angezeigt. So. Dann nehmen wir hier ein bisschen Füllung mit. Dann nehmen wir halt die andere. So. Also wenn ihr diese Giftpilzfüllung mitnehmt, dann kriegt ihr da so, ja, wie soll man es nennen, solche... Ich glaube, ich habe sogar noch welche im Inventar, solche Mushrooms-Dinger, die machen da ein bisschen Damage, also die Belohnung könnt ihr eigentlich alle wegwerfen von allen Quests, also richtiger Müll eigentlich, wer will, kann es sammeln, es bringt halt aber auch nichts. Die einzigen Sachen, die ich behalten würde, wären wirklich die lilanen Sachen, also die Knallkörper. Ach, wie ich das hasse. So, das ist auch irgend so ein behinderter Bug, dass man vom Pferd nicht direkt looten kann, sondern runtergeworfen wird und danach erst wieder einen Schritt weglaufen muss. So, wir sind hier nämlich schon bei der zweiten Quest und müssen hier diese Briefumschläge sammeln und lesen. Muss natürlich auch zügig gehen, weil ich habe gerade Glück, dass hier keine Leute rumstehen. Manchmal stehen hier wirklich 10 Leute und ja, dann dauert es ewig, bis man die Quest erledigt hat. So, 4 haben wir, 5 haben wir, noch einen brauchen wir, da liegt noch einer. Sehr schön, und dann geht's weiter. Jetzt muss ich selbst kurz schauen, wo ich bin.
So, also nicht wundern, es dauert immer ein, zwei Sekunden, bis der Brief auch gelesen ist. Also wir gehen zu, ja komm, wir drücken drauf, dann wird uns nämlich der Pfeil immer schön angezeigt, dass wir uns hier auch nicht verlaufen. So. So, dann sind wir hier nämlich schon bei der nächsten Quest angekommen. So, hier sammeln wir einfach hier dieses Zeug da ein. Ab und zu stehen auch hier natürlich Deppen da. Es gibt einen ganz einfachen Trick, ihr lauft rum, holt euch die Agro von allen Wops. Guck, da war schon wieder so ein kleiner der mir einfach meinen Mob mit einem Standard-Hit gekillt hat. Dazu müsst ihr wissen, Standard-Hit bringt halt überhaupt gar nichts. Sondern zieht euch einfach sechs Mobs zusammen, Alter, und ach, die Leute sind so dumm, den gehört einfach in die Fresse geschlagen, Alter, manchmal. Wenn ich was nicht verstehe, dann mache ich es nicht, Alter, tut mir leid, Alter, das ist doch so. Ey, ihr kostet jedem normalen Spieler so viel Zeit. So, einen noch. So, sehr schön. Und dann müssen wir direkt hierher. Also ihr seht, eigentlich sind die Quests schnell abgearbeitet, zumindest die 5 in Koramir. Wo es dann tricky wird, sind halt dann die nächsten Quests. Da müssen wir Koramir verlassen. Das finde ich auch schade, weil das sind jedes Mal einfach unnötige Portkosten. Womit einfach Gameloft den Spielern das Geld aus der Tasche ziehen will. Also ich meine Gold. Weil das ist hier wirklich eine rar gesäte Ressource, es lässt sich auch nicht unendlich viel farmen, also schade. Ja, also hier einfach mit den Typen labern, die Feuerwerke anzünden, da war gerade genau einer vor mir dran. Deswegen kann ich nicht mit denen, konnte ich die gerade nicht anzünden. Jetzt sind die Rädchen nämlich vorne wieder da. So, sehr schön, dann starten wir die Feuerwerke. So, 6 Stück müssen wir starten, mit 4 Typen müssen wir reden. Also die Quests sind wirklich nicht anspruchsvoll. Das Problem ist, wenn ihr zu den Stoßzeiten auf dem Server online seid, dann sind natürlich die ganzen kleinen Kinder, Schulkinder, die gerade keine Schule haben oder Pause haben online. Ja, und dann fängt der Server an zu laggen und dann geht der Spielspaß verloren. Also ich finde, die beste Online-Zeit ist entweder ja vormittags, oder dementsprechend dann nachts, wenn die Schulkinder alle schlafen. So. So, die Mushroom Quest müssen wir in Koramir noch beenden. Das machen wir aber am Ende. Ich port jetzt nicht oder lauf da umsonst hin, sondern wir machen direkt weiter. So. Achso, ne, wir gehen nicht auf die Map. Wir porten erst zur Weißspitze. So. Da müssen wir auch mit 6 Weibern labern, also das verstehe ich nicht. Ich zahle jetzt hier 400-500 Gold einfach zum Porten und das bringt mir die Quest nicht mal mit mehr rein. Das ist halt echt, ja, keine Ahnung, pure Abzocke am Spieler, also ist echt schade. Weil es wäre jetzt nicht so schwer gewesen, nochmal 2 andere Quests im anderen Viertel von Koramir, also 2 beenden zu lassen. Koramir ist groß genug. Man muss ja nicht alle 4 im Seemannsviertel machen, sondern kann auch eins oben hier zum Rathaus oder so verlegen. Dann ist man nämlich auch zu Fuß ein bisschen unterwegs. Ansonsten ja, wird einem halt wirklich hier einfach ein bisschen Geld aus der Tasche gezogen. So. Und gerade für die Free-to-Play-Spieler ist es halt natürlich nicht so schön. So, nochmal 2 Damen anlabern hier. So, Quest ist auch beendet. Die geben wir auch in Koramir dann gleich ab. Wir machen aber zuerst die hier am Seemannssteg. Oder beziehungsweise Morgenwacht. So. Also wir sind jetzt bei knapp 10 Minuten. Die ersten 2 Minuten habe ich was erzählt. Okay, so. Jetzt muss ich das Ding natürlich wieder finden. So, das hier.
Mann, habe ich halt wieder ein Glück. So, weil da gibt es ein so ein Ding, das kommt immer wieder. Also da muss man sich gar nicht bewegen. Das kommt jede Sekunde neu. Das war es nicht. Das war eigentlich hier. Haben sie wieder rausgepatcht. Ja, erst gab es nur dieses eine Ding, was funktioniert hat. Das kam immer wieder. Dann haben sie es rausgepatcht, dass es nicht immer wieder kam. Jetzt haben sie es wieder umgepatcht. Also gestern habe ich 6 Sekunden für die Quest gebraucht. Ich habe einfach 6-mal looten gedrückt und dann war es erledigt. Jetzt muss ich hier wieder rumsuchen. Kann aber natürlich auch daran gelegen haben, dass zu der Zeit viele Leute auf der Map unterwegs waren. Also gerade hier in der Region, dann spawnen Sachen schneller. So. Okay, ging jetzt aber trotzdem fix. Musste ich halt ein paar Meter laufen. Okay, so, wir haben alle Quests erledigt. Ja, alle sind erledigt. Auch diese Kartoffelquest da. So, weil die müssen wir eigentlich auch nur noch abgeben. Aber wir reisen jetzt hin. Ewig lange Ladebildschirm. Das kann auch, das liegt daran, dass ich die Crowd Control einfach wieder hochgedreht habe. Also die Massenregelung, und dann werden die Ladebildschirme etwas länger. So. Dann geben wir hier, ja, und jetzt hängt das komplette Spiel. So, bin gerade geflogen. Ja, Game Crash halt. So. Wir sind jetzt hier aber durch mit den Quests, sehr gut. Also pro Quest 20 Punkte. 7 Quests sind 140 Punkte, machen wir so. Ist jetzt auch nicht die Welt. Ja gut, 10 Minuten Arbeit sind es trotzdem. Also bei mir waren es 10 Minuten. Wenn ihr um 18 Uhr oder so online seid, ja, dann ändert sich das Ganze mal in 20, 30 Minuten, weil ihr einfach nicht zum Looten von Items kommt, weil wie gesagt so viele Leute online sind. So, die haben wir auch abgegeben. So, jetzt kommen wir zu dem. So, und die Quest ist auch fertig. Sehr gut. Das müsste die letzte gewesen sein. Wir checken nochmal kurz das Aufgabenbuch. Keine Quest available. Ja, sehr schön. Also, wir haben das Turnier kurz gemacht. Was sollen wir denn noch machen? Die Frage ist... ja, nee, ich glaube, ich beende das Video. Beziehungsweise The Flavor of the Year, den Dungeon, den haben wir ja schon zusammen gemacht. Beziehungsweise, ja komm, scheiß auf, wenn ich schon dabei bin. Geht ja um die Festivalpunkte. Einmal muss ich den sowieso... Boah, nee, nicht das. Hier, Flavor of the Year, da gehen wir nochmal kurz rein. Ja, die Frage ist, wie der Lauf wird, ob da jetzt wieder Noobs dabei sind oder nicht. In der Regel, wenn da wirklich 4 Leute sind, die wissen, wie es geht, ist ja eine Minute down, der Boss. Und wenn da wirklich 3 Leute sind, die nicht wissen, was sie tun, ja, dann kann das auch mal eine halbe Stunde dauern. Deswegen, ja, ich denke, ich scheiß drauf. Ich beende lieber das Video, bevor ich hier gleich ausraste, weil ich wieder mit Idioten in einem Dungeon land. Ja, ich verabschiede mich dann derweil in diesem Video. Wir sehen uns dann, glaube ich, im nächsten. Worum es da gehen wird, weiß ich noch nicht genau. Das werden wir uns ja dann aber später sehen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Ciao, ciao.